Herzlich willkommen zurück zu Hogwarts Legacy. Ja, da sind wir wieder. Und im Raum der Wünsche sind wir. Ich muss mich jetzt erstmal entschuldigen, dass schon so lange kein Hogwarts mehr kam. Ich bin einfach nicht zum Aufnehmen gekommen. Ja, mit was mache ich jetzt weiter? Eigentlich würde ich ja gerne noch mehr Demigeist-Statuen finden. Aber ich weiß nicht, soll ich jetzt einfach random durch Hogwarts laufen? Wie beim letzten Mal und die suchen? Das Ding ist halt, ich brauche halt für viele Türen die Stufe 2. Also Stufe 2 Schloss knacken. Und das kann ich schon nicht. Das heißt, ich kann jetzt im Prinzip einmal durch Hogwarts laufen. Die Stufe 1 Türen suchen. Einfach komplett random. Und ja. Rebellion. Haben wir Nacht für so? Wir müssten. Es sieht mir sehr nach Nacht aus. Ich glaube, man kann ziemlich pauschal sagen, wenn die Lichter aus sind, ist es Nacht. Wenn die Lichter an sind, ist es Nacht. So rum. Wo komme ich denn da? Ich laufe jetzt einfach mal irgendwo hin. Ich meine, der Weg ist genauso gut wie jeder andere. Achso, das war das Fenster. Ich habe gedacht, da ist irgendwas blau hervorgehoben. Ach, das ist der Astronomieturm, ne? Da ist eine Truhe. Moment mal, wieso war ich nie hier? Confrito! Rebellion. Aber sonst ist hier nichts, ne? Eigentlich müsste ich doch schon alle Handbuchseiten. Oh, jetzt habe ich auch noch Schluck auf, es tut mir wahnsinnig leid. Eigentlich müsste ich doch alle Handbuchseiten von Hogwarts haben. Naja. Ja, das Ding ist halt immer, wo fängt man an zu suchen? Wo gehe ich jetzt am besten als erstes hin? Ich meine, theoretisch könnte ich auch sagen, jetzt bin ich ganz oben. Und kann hier jetzt quasi Etage für Etage ablaufen. Rebellion. Ist hier irgendwas? Nee. Kann ich mit dir reden? Nein. Habe ich bei dir auch noch Unterricht? Theoretisch ja schon. Also ich bezweifle, dass es hier irgendwelche unnützen Räume und Lehrer gibt. Kann ich mit dem Ding irgendwas machen? Nein. Hier ist der Raum der Wünsche. Und hier Turm der Verteidigung gegen die dunklen Künste. Da bin ich beim letzten Mal schon relativ viel rumgelaufen, ne? Kann das sein? Rebellion. Ich benutze jetzt mal ein bisschen. Was haben wir denn da? Da hinten ist ein Schloss. Hä? Da sind zwei Schlösser. Drei Schlösser. Okay, das heißt, ich muss hier runter. Und dann da drüben wieder hoch. Das ist bestimmt eine Stufe. Ah, das kann ich aufschließen. Hallo, Homura. Wieso habe ich das beim letzten Mal übersehen? Was haben wir denn hier? Eine Katze, eine Truhe, ich kann keine Mega-Power-Tränke mehr tragen. Ein Zettel. Liebe Frau Professor Schaar, vielen Dank für Ihren jüngsten Beitrag über himmlische Anomalien. Er könnte eine perfekte Ergänzung für den Atlas sein, den ich zu veröffentlichen gedenke. Ich setze mich mit Ihnen in Verbindung, wenn ich beschließe, Ihren Beitrag oder damit verbundene Forschungsergebnisse in Publikationen aufzunehmen.
Mit besten Grüßen, MPN Canaris. Ach, das ist die Katze, wo so Geräusche macht. Ich habe eben gedacht, hier wird noch so ein Schlüssel rumfliegen. Hallo, Homura. Für die Haustruhe, aber da sollte ich ja mittlerweile alle haben, glaube ich. So. Ich schraube hier gerade irgendeinen Lehrer aus, aber das sollte schon klar gehen. Wildgrüner Schal, waldgrüner Schal mit Schottenmuster. Nein, nicht die Katze streicheln. Ich wollte die Truhe aufmachen. So, okay. Ja. So. Momentchen. Kannst du das Feuer ausmachen? Nee. Ah, da ist noch eine. Mensch. Ach so, weil ich keine Mega-Power-Tränke mehr tragen kann. Gut, dann haben wir hier. Revelio. Eine Tür geöffnet, ein Schloss geknackt. So, und theoretisch müsste da drüben, oben irgendwo, noch eine Truhe sein und noch ganz viele Schlösser. Ich muss nur mal gucken, wie man hier hochkommt. Ah, das ist der Lehrer. Okay, ich verstehe. Ah, hier. Das ist bestimmt Stufe 2. Oh, nee, es ist Stufe 1. Hallo, Homura. Das können wir knacken. Da breche ich jetzt auch bei dem Lehrer ins Arbeitszimmer ein, kann das sein? Ah, ich meine, was soll schon schief gehen? Revelio. Da hinten haben wir noch eine Truhe. Und ab nach oben, würde ich sagen. Da hinten liegt noch ein Zettel. Mögliche Spiele für das Klassenzimmer. Levitationsstunde. Ermutigen Sie die Schüler, Blöcke durch erhöhte Reifen oder ähnliches schweben zu lassen. Entwaffnen und ausweichen. Verbessern Sie Expelliarmus und Reflexe. Ziele auf Zack. Zurück zu den Grundlagen mit Wurfübungen auf Ziele, die verzaubert sind und sich schnell bewegen. Okay. Da macht er sich Gedanken, der Gute. Bei dem hat schon lange keinen Unterricht mehr. Dann gehen wir mal da rein. Ah, was haben wir denn da? Ein Schloss auf Stufe 2. Ein Schloss auf Stufe 2. Was auch sonst. Oh, das werde ich doch so vergessen. Naja, gut. Es ist übrigens schon wieder Tag. Oder ist es Nacht? Nee, da sind Sterne am Himmel, es scheint Nacht zu sein. Oder zumindest Abend. Aber ich lasse jetzt zweimal Zeit vergehen, dass ich wieder so richtig bei Nacht bin. Warten. So, jetzt ist Tag. Und jetzt warten wir nochmal. So, und jetzt haben wir wieder Nacht. Und können weiter die Megas-Statuen suchen. Oh, was haben wir denn? Ja. So, okay. Dann, sind wir bei dem netten Professor hier einfach mal ins Arbeitszimmer eingebrochen. Kann ich mit dem reden? Nee. Wo geht's raus? Hier geht's raus. So. Was haben wir hier? Nee, von hier bin ich gekommen. Ja, dann bleibt mir jetzt aktuell nichts anderes übrig, als hier die Treppe runter zu gehen und hier zu sein. Revelio. Das ist hier eine Toilette, ne? Aber die kriegt mir gerade nichts. Da unten ist ein Spiegel. Ah! Moment. Tja,
$500. Revelio. Da ist der Schmetterling. Kann ich ihn direkt mitnehmen? Ha. Dann gehen wir jetzt zu dem Spiegel. Ich kann da nicht drüber springen. Aber ich kann das Schloss hier aufschließen. Vor der Truhe habe ich auch schon ein paar Mal gestanden und habe mich geärgert, dass ich sie nicht knacken konnte. Hallo? Ein Renaissance-Hut. Wie komme ich denn da jetzt runter? Lumos. Komm mal mit. Ist eigentlich hier drin? Da gucke ich gleich nochmal. Ich will jetzt erstmal die Motte hier mitnehmen. Wo waren da jetzt die Treppe? Bin ich jetzt bescheuert? Da war doch eben eine Treppe. Ach nein, das war nur diese Nische hier. Da ist keine Treppe. Hallo. Hallo. Wie schön, Sie zu sehen. Ja. Ah, hier geht's runter. So, und dann müsste da drüben irgendwo dieser Spiegel sein. Ah, ich nehme den so lang. Von dem habe ich auch schon ein paar Mal gestanden und das gefunden. Wie kann das sein? Achso, ich bin immer runtergegangen. Ich bin nie da hochgegangen. Ich bin immer nur runtergegangen. Also, von dem Spiegel aus, um die Motte zu suchen. Ich bin nie hier hoch. Ich bin immer runtergegangen. Okay, haben wir hier noch irgendwas? Aha. Fleschwerk Blau. Ein Zauberstabgriff. Kann ich da oben rein? Ist doch bestimmt auch nur mit Stufe 1 verschwunden. Oh, ach, hier bin ich. Der hat hier eine Demigeist. Du gehörst mir, Demigeist. Das ist, glaube ich, meine vierte oder so. Also es fehlen immer noch welche. Revelio. Das macht mir ein bisschen Sorge, dass ich jetzt hier in der Gegend so viel Revelio benutzt habe und die da nicht habe stehen sollen. So, wir haben eine neue Demigeist-Statue. So, hier geht's weiter runter, deswegen gucke ich mich erstmal hier noch weiter um. Revelio. Was ist das hier? Okay, da komme ich komplett raus. Ich will jetzt erstmal hier drin bleiben. Und hier alles erkunden. Da geht's auch raus. Neben ist doch ein Das ist doch ein Schloss. Wie komme ich da hin? Ich glaube, das habe ich beim letzten Mal schon überlegt. Das ist hier rechts. Hier. Aber von oben wahrscheinlich nicht. Vielleicht muss ich unten raus. Und dann, ist noch einiges. Revelio. Da ist eine Demigeist-Statue. Jemand, der hier durch will. An ihrer Stelle. Aber mache ich das von hier aus? Da ist auch eine Truhe. Die da. Ah, okay, das ist so eine. Können wir uns die auch mal holen? Okay. Aber ich glaube, viel mehr gibt es hier, ne?
Wie komme ich da hin? Ich gehe mal weiter runter. Ich mal. Ach, die habe ich schon geöffnet. Okay. Das habe ich eben nicht erkannt. Ich vergesse nie, was dieser Hufflepuff 1421 gesagt hat. So ein schöner Stein. Die hatte Klasse. So ein Mist. Ach, das ist Spiegelung hier neben. Ich dachte eben, da fliegt was rum. So, Handbuchseiten oder so. Ja, dann sollte ich jetzt theoretisch hier einmal. Ne, ich weiß immer noch nicht, was das für ein Schloss da drüben ist. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass ich da hinkomme, wenn ich hier das Schloss geknackt habe. Und dann da, hier durch irgendwie da hochkommen. Von der Richtung her könnte das hinkommen. Ich meine, wenn ich hier hinten dran bin. Halt. Lass mich mal kurz gucken, wo bin ich? Was sehe ich denn da? Ach stimmt, das kann ich auch noch abgeben. Okay, rein theoretisch. Ich hasse diese Map. Ohne Scheiß, ich hasse diese Map. Wo hab ich jetzt draufgeklickt? Oh nein! Okay, das war nicht Teil meines Plans. Wo bin ich jetzt? Rivelio. Ach, wieder hier. Okay, gut. Wie komme ich denn dahin? Das war, von wo aus habe ich das denn gesehen? Jetzt muss ich das erst wieder suchen. Hier ist es. Hier ist die Musik. Und da gehe ich halt in komplett anderen Bereich. Was ist das hier eigentlich? Ich will nur mal kurz wissen, wo ich hier bin. Ja, nee, das bringt mir jetzt nichts. Das bringt mir jetzt gerade absolut nichts, hier jetzt noch weiter rumzurennen. Ich will ja erstmal hier fertig sein. Rebellion. Aber. So, hier müsste das sein. Hier oben das gelbe Schloss. Das kann ich, glaube ich, knacken. Und hier ist eine Demigeist-Statue. Ne, das ist ein blaues Schloss. Vor der Tür haben wir schon gestanden. Rebellion. Da haben wir schon gestanden, vor der Tür. Aber das hier oben ist alles ein bisschen seltsam. Hier
Jetzt finde ich sie da nicht. Es gibt's doch nicht. Lass mal kurz gucken. War das hier? Hier. Da ist ja ganz offensichtlich ein Schloss. Aber wie komme ich zu der Tür? Oder wirklich von da unten? Das ist alles sehr merkwürdig. So, ich brauche Stufe 2. Aufträge. Neun Stück brauche ich. Ich habe jetzt 4, maximal 5. Ich bin mir nicht sicher. Kann ich hier noch weiter runter? Ich lüge einfach. Das würde ich gerne öffnen. Kann ich aber nicht. Hier komme ich woanders hin. Und weiter runter geht's, glaube ich, nicht. Dann habe ich theoretisch hier alles gesehen. Dann gehe ich jetzt mal in den anderen Bereich. Wenn ich die Tür wieder finde. Wieso bin ich so lost? Das ist unglaublich. Was war hier nochmal? Ach, Verteidigung gegen die dunkle Kürze. Oh, kann ich jetzt zu der da oben rein? Ah, die ist ja da. Hallo. Nein, Stufe 2 Schloss. Die passt ein bisschen besser auf. Naja, mit Verteidigung gegen die dunkle Künste ist es, glaube ich, auch angebracht. Dann, ich mache hier auch nicht, ich suche hier auch nicht mehr lang rum. Ich werde bald. Ich vergesse nie, was Nee, hier ist nichts mehr. Ich werde mal die ganzen Aufträge von den Lehrern nachgucken. Was ich für die machen kann. Ich meine, dann lerne ich auch neue Zauber. Das hilft mir vielleicht auch weiter. Im gesamten Verlauf. Ich gehe mal kurz zum Mr. Moon. Was der mir so erzählt. Oder ob ich zumindest schon mal ein paar von den Monden abgeben kann. Sind wieder irgendwelche Klos? Bin ich hier in diesem Vertrauensschülerbereich? Beziehungsweise Lehrerbereich? Hier war schon drin. Aber hier ist nichts. Hallo? Hier ist nichts, was ich nicht schon erledigt hätte. Da geht's wieder raus. Haben wir schon wieder Tag? Ich glaube, wir haben schon wieder Tag. Ah, ne, halt. Ne, jetzt haben wir Tag. Ich bin halt mittlerweile an dem Punkt angelangt, dass ich nur noch nachts über die Map laufe. Macht es Sinn, jetzt schon woanders nach Demigeist-Statuen zu suchen als in Hogwarts? Weil, ich muss sagen, in Hogsmeade zum Beispiel, alles was ich gefunden habe, uiuiui, hoppla, was war denn das? Alles, was ich gefunden habe, waren Stufe 2 Schlösser. Hallo, Mr. Moon. Ich gebe dir schon mal ein paar. Hallo, Mr. Moon. Ich grüße Sie. Konnten Sie noch mehr dieser Demigeist-Statuen entfernen? Ich habe tatsächlich ein paar Monde für Sie. Ich kann Ihnen nicht genug danken. Ich wäre Ihnen jedoch sehr verbunden, wenn Sie noch ein paar mehr finden könnten. Wo sollte ich nach mehr Demigeist-Statuen und Monden suchen? Überall, wo ich mich normalerweise aufhalte.
Das ist ja das Gruselige. Hier im Schloss, in Hogsmeade und, ob Sie es glauben oder nicht, sogar in einigen umliegenden Dörfern. Ach, mein Peiniger ist wirklich gründlich. Er hält mich jetzt schon eine Ewigkeit von all meinen Verpflichtungen ab. Schaue ich mich mal weiter um. Ich schaue mich weiter nach Demigas-Statuen um und bringe ihnen mehr Monde. Ich muss sie für ihren außerordentlichen Mut loben. Vor allem, weil sie nur nachts gesammelt werden können. Soll ich einfach mal... ich gehe mal auf die Weltkarte. Ich meine, in Hogsmeade habe ich jetzt nichts gefunden. Ich könnte mal so nach und nach diese einzelnen kleinen Dörfer abklappern. Vielleicht gibt es da ja ein paar Stufe 1 Schlösser. Ich glaube, ich finde es gerade, also ich hoffe, das ist nicht zu ätzend, dazu zu gucken. Aber das ist eine Sache, die einfach gemacht werden muss. Du gehörst mir, Demigeis. Da ist eine. Da ist einfach eine. Oh Mann, das ist doch lächerlich. Das ist doch schon wieder lächerlich. Kannst du Schloss knacken? Ja. Hallo, Homura. Oh, jetzt werden die Häuser geplündert. Haben wir noch was? Hier, ne? Ah, da liegt noch Geld auf dem Tisch. Alles mitnehmen. Alles mitnehmen. Wenn ich das Schloss jetzt knacken kann. Haben Sie nicht Renrocks Anhänger auf? Ja, hab ich. Deswegen darf ich auch überall einbrechen und machen, was ich will. Da hinten ist doch eine Truhe. Das ist alles noch aus der Zeit, als ich Revelio nicht so oft benutzt habe. Guckt euch mal an, was ich hier alles übersehen habe. Ich kann keine Mega-Power-Tränke mehr tragen. Was ist hier drin? Ach, da oben. Ah. Mitnehmen. Alles mitnehmen. Okay, so. Ja, viel mehr Häuser sind hier nicht. Ich kann aber bei dem Händler mal ein paar Sachen verkaufen, wenn ich schon mal da bin. Okay, das ist aber gut. Hallo, Mr. Semi. Was kann ich für Sie tun? Was verkaufen Sie hier? Das ist aber gut. Jetzt kann ich vielleicht noch ein paar... Wie kann ich heute behilflich sein? ...Nebenquests finden... die ich vorher übersehen habe. Wenn ich jetzt alle Dörfer nochmal abklappe. Aber jetzt erstmal das Inventar leer machen. Ich habe wieder ganz schön viel zusammengesammelt. Und dann stehe ich am Ende wieder da und denke mir, oh verdammt, ich habe keinen Platz mehr. Aber wenn ich mal vergleiche, wie das am Anfang war, ist es doch, glaube ich, sehr gut, dass ich so viele Merlin-Rätsel gemacht habe. So, da ist wieder Platz und Geld in der Kasse. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Ja. Und gucken wir mal, wo wir als nächstes hingehen.